Dan schreibt gerade. Oh, Linda. Können wir gleich mal ihre Gedanken lesen. Das haben wir ja noch nicht gemacht. Gedanken lesen, beziehungsweise Erinnerungen, Erinnerungen lesen, Erinnerungen unten. Hier. Going to the funeral alone was hard. There's a part of me that understands why Dan couldn't come. But I don't think I'll ever get over him not being there. What would Grandma Jo have thought? She probably would have had the perfect advice, something like what she used to say about living a balanced life, not just a balanced week. Dan coming to the visitation did at least make it a little more bearable. I have to give him that. Hm. Also hat das halbwegs funktioniert mit dem Kompromiss, dass der Dan halt wenigstens zu diesem, zu dieser Besuchsrunde gekommen ist. I could even go full time if... You can say it. If I got a real job. Hm. Es geht wohl um den Konflikt, wer hier jetzt einen Vollzeitjob annimmt, weil im Endeffekt geht es ja auch darum, wer kümmert sich dann um den Jungen. Ah, das sind so die Konflikte des Lebens halt, ne? Zeit für die Familie, Zeit für die Arbeit. Huch, jetzt habe ich Escape gedrückt, das wollte ich gar nicht. Jetzt schnell irgendwo reinspringen. Oh. Hm. Moment, da liegt ein Buch. Da liegen zwei Bücher. Und Linda ist aufgestanden. Ja, geh mal raus, Linda, geh mal raus. I just talked things over with Dan, and we really have some serious thinking to do. The job at Hardesty sounds like a great opportunity for him, but moving would be so hard on us. I really want to join Art for All. And after everything we've been through with Tommy, it would be better for him to have some stability. I could even go full-time if Dan found a steady job, though I know he can't do that if he takes on extra tutoring with Tommy, and I'd never fault him for that. If we stay in Laurentian and Dan works with Tommy, I could still do the program part-time. Either way, it'd be better for Tommy and me than moving. But I know that professorship would mean so much to Dan. Can't everything be simple just once? Ja, kann das nicht alles mal ein bisschen einfacher sein? Ja, also Moment mal, ich muss das jetzt gerade mal nochmal entschlüsseln, ja? Also, dieser Umzug, wenn die das mit dem Job für Dan machen, wäre extrem schwer für Tommy wahrscheinlich. Und sie will unbedingt diese Art for All Künstlergemeinschaft da beitreten. Und Tommy braucht Stabilität. Ja, was willst du da machen? Das klingt alles wichtig irgendwie. Wie sie schon sagt, das kann das nicht alles mal ein bisschen einfacher sein. An associate professorship at Hardesty? It's entry level, sure, but everyone has to start somewhere, and it's the perfect situation for writing. The sabbatical program alone makes the job worth it. And the thought of actually working with Professor May? Wait, I guess I'd be calling him Philip now. That'll take some getting used to. But moving's a big step. I can't imagine a new school with new kids would be easy for Tommy. I know staying in Laurentian would be better for him and Linda, but they aren't handing out professorships on the corner. This isn't the kind of offer you pass up without a very good reason. But I might have two good reasons. Tried to sleep on it last night. What a joke. You have to be able to sleep for that to work. Ah. Okay, ich ahne schon so lang. Ah, nein! Linda! Dan hat mich von hinten überrascht. Linda! Ein Geist! Versteck dich im Schrank! Er kommt! Scheiße! Ach Mann. Okay, dann fällt der Kompromiss für Dan schon mal flach. Kacke! Okay. Barb, by the time you get this, we'll be on our way home, so don't write me back here. It's hard to believe the summer's almost over. So much has happened. The show, getting used to life up here, painting more than I have in years, losing Grandma Jo, figuring out where Dan and I are. Part of me doesn't want to leave, but I know it's time.
They say you can't go home again. I think I know what that means now. I don't have it in me to explain everything here, but things will never be the same. I don't even know what home I'm going back to. The only thing I do know is that I'm ready to start painting again. For real, like I did before Tommy. I'm scared and excited and nervous all at the same time. I just wish I knew how we were going to make it work. I hope this finds you well. Yours, Linda. Okay, also langsam zeichnet sich bei mir schon so ein bisschen so eine Art Lösung im Kopf ab. Wenn dieser Dan, ja, diese Professur, diesen Professorposten annimmt, diesen Lehrstuhl sozusagen, dann ist das für alle gut, weil im Endeffekt dann hört diese unsichere Situation auf, dass er sich von einem Buch zum nächsten hangelt. Dann hat er sozusagen einen festen Job, eine feste Position, würde ich jetzt mal sagen, ja. Und das ist für alle gut. Das ist für Tommy gut, das ist für Linda gut und das ist für Dan gut. Weil Dan ist nicht mehr so ein Wrack, das irgendwie so nervlich kaputt ist. Würde ich jetzt mal sagen, ja. Das bringt so ein Reglement ins Leben rein. Eine Gleichmäßigkeit. Und das scheinen die ja zu brauchen alle irgendwie, wenn ich mir das jetzt so im Überblick angucke, ja, dann ist das ja das, was die eigentlich alle am meisten brauchen. Und deshalb würde ich diesmal sagen, da sich Dan vor uns auch schon erschrocken hat, fällt der Kompromiss bei Dan sowieso flach. Das heißt, wir nehmen Dan als Lösung und Tommy wird der Kompromiss, weil das zweitwichtigste ist das Kind. Ja, damit, dass das Kind eine stabile Psyche hat und stabil bleibt oder wenigstens halbwegs stabil bleibt, auch wenn die jetzt halt umziehen müssen wegen der Professur von Dan, würde ich sagen, der Junge ist der Kompromiss und die Frau geht halt diesmal leer aus. Würde ich jetzt sagen, weil alles andere macht keinen Sinn. Hallo. Irgendwie. Alles andere macht keinen Sinn. Gott. Wen habe ich jetzt eigentlich schon gemeint, Readed? Search the house for more clues, read her thoughts. Okay, ich kann dich lesen. Send my second painting for the full-time application. Show my friends my new backpack at school. Ja, wobei, die andere Option wäre natürlich, dass sie Vollzeit arbeitet und Dan sich um den Tommy kümmert. Scheiße, scheiße, scheiße. Kann das nicht alles mal ein bisschen einfacher sein? Das ist jetzt echt schwierig. Habe ich das schon gelesen da auf dem Tisch? Ich weiß es gar nicht. Hi, Dan. Paul, there were days when I thought this moment would never come. When I finish writing this, I'm going to pack everything up and drop the manuscript in the mail. My palms are sweating just thinking about letting it go. I had no idea how hard it would be to finish this one. It took everything I had, and it's hard to look back over the summer without laughing. To think the plan was to get away from everything and just focus on the book. But you can't get away from yourself. Life doesn't give a damn about geography. I don't know when you'll get this or where we'll be when you do. Or what you'll think. I know what I think, but objectivity left the building months ago. Some days I think this is the one. Other days I have a sick feeling in the pit of my stomach that says my career is over. All I can do is drop this in the mail and hope. Here goes. Okay, also das sind jetzt nochmal so Gedanken zum Buch, die er hatte. The readers of Eugene and the surrounding area, judging by the turnout, got a rare treat when author Dan Kaplan arrived for a combination reading and book signing. He shared a selection from his most recent work, still untitled and due in stores this fall, and if it was any indication, his fans are in for a treat. Although the book isn't finished, Kaplan said that... Ja, und da geht's nicht weiter. So, schnell hier rein. Da liegt noch was. Muss man noch schnell lesen. Hardesty University, ja. Ich würde sagen, das Buch könnte ja auch ein Fail werden und dann ist Dan ja komplett am Boden zerstört und würde dann wahrscheinlich zur Flasche greifen. Also es ist, glaube ich, echt wichtig, dass wir uns um Dan kümmern. Diesmal. So, das müssen wir jetzt nochmal. Read his thoughts for the final clue. Schnell. Ja. Just drop the envelope in the mail. The envelope. Okay, das, der Envelope war der Briefumschlag.
Das wird dann der hier sein. Selecting the envelope means that the Kaplans will move to Blairstown. Linda won't be able to work with Art for All and Tommy will have to start at a new school. Ach, there are no compromises for this decision. Ach. Ah. Ich verstehe. Ich verstehe. Das lässt die Sache natürlich in einem vollkommen anderen Licht erscheinen. Dann möchte ich das gerade noch mal ganz kurz durchspielen gedanklich. Fulltime Application. Send my second painting. Okay, Moment. Oh. Oh, 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 oh. Wo ist Linda? Wo ist Linda? Okay. Second Painting. Wo ist denn ihr Second Painting? Ah. Okay, Moment. Selecting the canvas means the Kaplans will stay in Laurenton, which will also let Timmy go back to his own school. Then we'll have to turn down the offer from Hardesty. There are no compromises for this decision. Ha. Okay. Aber das klingt eigentlich von der Lösung her schon mal besser als das mit der Universität, also mit der Professur, weil hier haben zwei Leute was davon. Und einer geht leer aus. Lampe, schnell die Lampe. Kommt jemand, glaube ich. Okay, also wenn es eh keine Kompromisse gibt, dann können die sich ja vor mir erschrecken, wie sie lustig sind. So, und was war jetzt bei Tommy? Show my friends my new backpack at school. Wo ist denn der neue Backpack? Da, ist der das? Selecting the backpack means that the Kaplans will stay in London, which will also let Linda work with Art for All part-time. Oh, das ist jetzt ja hart. Jetzt kann ich keine Kompromisse auswählen. Beziehungsweise, so wie es das hier klingt, sind die Kompromisse quasi mit in der Entscheidung enthalten. Hm. Das ist jetzt ja nicht so easy. Das ist jetzt ja echt hart. Moment. Tommy, Linda oder Dan? Ich glaube, Linda ist die bessere Option. Lindas Lösung. Weil irgendwie, dann haben die einen Vollzeit, da hat die eine Person, die Vollzeit arbeitet, Geld verdient. Ja. Stabilität halt, wie ich schon vorher gesagt habe, ja, das ist so halt für alle gut. Und der Junge hat was von, weil der Vater sich um ihn kümmert und er wird dadurch gefördert. Und ja, und der Vater, ich weiß nicht, der Vater hat dann halt, der Vater hat ja dann immer noch seine Schreiberei, die er machen kann. Ich würde sagen, das machen wir. Blaster. Linda hier. Wir machen es mit Linda. So. So. Ja. Jetzt bin ich mal gespannt, weil jetzt ist ja, glaube ich, auch zu Ende dann. Das war ja dann jetzt das Ende des Sommers. Ach ja, jetzt sollen wir rumfliegen. Kompromisse gibt es ja keine mehr. Gibt es jetzt noch Tagebuchauszüge irgendwie? Mal gucken. Liegt hier irgendwas? Nö. Nix. Kann ich jetzt vielleicht trotzdem noch den Rucksack wählen? Nö, geht nicht. Genau, jetzt gibt es keine Kompromisse mehr.
noch mal schauen, ob es irgendwie Tagebucheinträge gibt oder so. Gibt es auch nicht. Okay. Dann flüstern wir jetzt direkt und dann war es das, glaube ich, auch. Dan realized that supporting his wife didn't mean completely giving up on his writing career, so he declined the professorship offer and started looking for a part-time job. Linda joined Art for All full-time, where she blossomed as an artist. After a few months, she started her own workshop for recovering alcoholics. Okay, alles klar. Tommy was happy to see his friends on the first day of school, and although the schoolwork was still difficult, he was glad that he hadn't had to move. The stability of going to the same school was good for him, and his mother explained to him how hard it had been for his father to turn down a new job. In his own way, Tommy understood. Nice. Finde ich auch gut. Und Dan? Oh. Dan couldn't barely get the words out when he called Hardesty to decline the offer. He knew they wouldn't care about his reasons and he turned the job down in full knowledge that he might never receive such an offer again. He would have to keep clawing his way forward, praying that the next advance check would come, his career depending on nothing but quality. Okay. Ja. And that's how the Kaplan summer in the house on the cliff came to an end. It was much more than just a single season on the coast. Dan's choices were here would come to define the rest of his life. Dan finished his novel and when he sent it to Paul, he felt he had something good. Deep down, he knew it wasn't a classic, but it did well enough that he was able to keep writing for a living. He did better than that. In fact, he became a successful lecturer and his books were well received over the rest of his career. Na, das ist doch schön. Das ist doch schön. Das ist perfekt. Genau so habe ich mir das vorgestellt. When they left the house, Dan and Linda's love was deeper than it had ever been. They spent the rest of their lives on an endless honeymoon, traveling and embracing life in a way that few couples ever do. They grew old together, always secure in a deep love that carried them through whatever life handed them. Klingt auch wunderbar, perfekt, könnte man sich nicht besser vorstellen. And by the end of the summer, Tommy was a much happier child. His self-confidence had grown, and when he went back to school, he emerged from his shell, making new friends. His teacher encouraged his love of drawing, and by high school, he developed his style enough to learn a scholarship to art school. He became an accomplished comic book artist and a loving family of his own. That's nice. Das ist schön, finde ich gut, finde ich nice. Dan would look back on that summer from time to time and wonder why he had made the choices he had. Tja. He never quite shook the feeling that the voice in his head had been more than just a voice, and in quiet moments he even imagines that he had been a character in someone else's novel. At times he was almost sure of it. Ach, das finde ich schön, das Ende. Ja, das war's. Ein sehr schönes Spiel, wie ich finde. Dedicated to my beautiful wife Christine. Without her belief, support and patience, this game would not exist. A game by Kent Hudson. Ja. Jetzt wird hier gerade gesungen. Das ist macht das ein bisschen schwer, jetzt für mich zu kommentieren. Ich finde das Spiel sehr schön. Die Entscheidungen, die man treffen muss, fühlen sich wirklich wichtig an. Auch wenn ich jetzt vermute, dass es dieses typische Adventure-Ding, dass die Entscheidungen, egal wie man sie trifft, ich weiß nicht, wahrscheinlich alle irgendwie zu einem positiven Ende führen oder nicht. Oder, weil ich meine, ich weiß es nicht. Das wäre eine interessante Frage, mal rauszufinden, wie schwerwiegend die Entscheidungen oder die Ergebnisse der Entscheidungen dann am Ende wirklich sind, wenn man sie anders trifft, als wie ich sie jetzt getroffen habe. Ich weiß nicht, wenn ihr das Spiel auch gespielt habt, dann könnt ihr mir ja mal in den Kommentaren mitteilen, wie das bei euch war. Ob ihr dieselben Entscheidungen gewählt habt oder ob ihr andere Entscheidungen gewählt habt und was dann das Ergebnis dieser Entscheidungen gewesen ist. Würde mich echt mal interessieren. Wenn ihr mir das mitteilen könnt, wäre super. Ansonsten, ich weiß nicht, vielleicht spiele ich es auch nochmal selber durch. Und ich meine, da könnte man das so als Kurzvideo machen, dass man sagt, hier habe ich mich da anders entschieden und dann einfach nur das Ergebnis dann zeigt, was passiert dann eigentlich, wenn man sich anders entscheidet. Wenn ihr das sehen wollt, keine Ahnung. Also, aber das würde mich halt spontan irgendwie interessieren, wie tiefgreifend die Entscheidungen dann letztendlich sind. Weil jetzt habe ich ja nur eine Variante quasi gesehen, aber es gibt ja immer
drei Möglichkeiten, sich zu entscheiden. Quasi. Und einmal habe ich ja auch den Kompromiss vergessen. Ist dann die Frage, wie schwerwiegend sich das dann ausgewirkt hätte, wenn ich den einen Kompromiss nicht vergessen hätte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das eine große Auswirkung gehabt hätte. Aber ja, das war jetzt The Novelist. Das ist jetzt ein weiteres Let's Play, das ich abgeschlossen habe. Wahnsinn. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hat mich sehr gefreut. Ich fand das Spiel sehr schön, sehr originell. Also wenn es irgendwelche Preise gewinnt für Story und so, fände ich das absolut gerechtfertigt. Hat es auf jeden Fall verdient. Wenn man sich halt mal mit so Lebensentscheidungen wirklich auseinandersetzen muss und nicht halt nur so wie bei The Sims einfach mal casual-mäßig irgendwelche Knöpfe drücken muss und guckt, was passiert, ja. Dass man halt wirklich sich mit der Story und mit dem Problem halt irgendwie auch auseinandersetzt und da auch mal ein bisschen drüber nachdenkt, fand ich toll. Super Spiel, kann ich empfehlen und ist auch nicht so lang. Kann man halt auch mal nebenbei spielen und ja, super. Kann ich nur empfehlen. Wie gesagt, tolles Spiel. Am besten selber spielen, würde ich sagen. Und diese Entscheidung auch mal selber treffen. Ich glaube, dann vom Zuschauen her kann man das, glaube ich, gar nicht so einschätzen, wie schwer die Entscheidung dann eigentlich ist. Also, es ist, muss man echt mal selber gemacht haben, selber gespielt haben. Also nochmal, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Let's Play. Ciao, ciao.